Dutzende Demonstranten haben den Eingang zum Fernsehsender News One in der ukrainischen Hauptstadt Kiew blockiert. Sie halten ihn für zu pro-russisch und verlangen eine Entschuldigung des Chefs des Senders, Jewgeni Murajew, der ihrer Meinung nach die Ehre der Maidan-Demonstranten beleidigt hat. Einige Organisationen sind heute hier. Wir wollen Murajew zwingen, sich zu entschuldigen. Er hat die Revolution als einen Staatsstreich bezeichnet. Die Teilnehmer an der Kundgebung fordern, der Sender solle seine ihrer Meinung nach pro-russische Propaganda einstellen. Sie wollen ihre Aktion auch vor dem Sender TV Inter durchführen, den sie ebenfalls pro-russischer Propaganda bezichtigen.